Großhandler Team Ruhrpott. Wir befinden uns hier mitten in Nordrhein-Westfalen in einem kleinen Waldgebiet, wo uns zugetragen worden ist, dass es hier einen alten jüdischen Friedhof gibt, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs abgetragen oder abgeräumt worden ist. Wir haben uns jetzt ein bisschen durch die Botanik gekämpft, haben halt Vegetation gefunden, die sehr untypisch ist für einen wilden Wald. Bäume, die halt sehr in Reihe gestellt worden sind, so Bäume oder auch Pflanzenwelt, die eigentlich sehr typisch sind für einen Friedhof. Wir haben in diesem Waldgebiet als Einfriedung noch gefunden und auch hier und da noch einen alten umgefallenen Stein. Und wir werden hier in nächster Zeit einmal eine PU stattfinden lassen für unser Landzeitprojekt und schauen einfach mal, ja, was dann so passiert. Informiert euch einfach auf unserer Internetseite und ja, um es mal so zu sagen, was mit dem Leitmotto unseres Teams, was ist Paranormal?